Nun machen wir jetzt eine Übung für den Nacken. Wahrscheinlich kennst du das, dass es auch zieht, dass es schwer sich anfühlt. Kein Wunder, wir verbringen so viel Zeit mit vielen Geräten nach vorne gebeugt oder auch alleine beim Schreiben muss Kopf zur Seite auch genommen werden. Es sind viele kleine alltägliche auch Ursachen, warum der Nacken dann oft verspannt ist. Gerade schon fast speziell für den Nacken sind die sanften Sensitive Bell perfekt geeignet und wir machen jetzt eine schöne, entspannte, sichere Übung in Rückenlage. Auch für diese Übung leg dich bequem hin. Hier kannst du schon wieder selber entscheiden, ob deine Beine aufgestellt bleiben oder magst du die vielleicht lieber ausstrecken. Nimm das am besten, das große Gerät, und leg es dir hier am Schädel drunter. Also am Schädel liegt dein Ball. Leg die Arme seitlich ab, dein Kopf ruht sich auf dem Ball und beim Einatmen den Brustkorb ganz ruhig liegen bleiben. Beim Ausatmen ganz sanft mit dem Kopf nach unten drücken und Kinn zum Brustbein leicht anziehen. Loslassen und wieder ausatmen. Leicht den Kinn anziehen. Wenn man von außen mich jetzt betrachtet, kann man wahrscheinlich kaum eine Bewegung wahrnehmen. Die ist nämlich sehr minimalistisch. Das ist eher eine Veränderung, einen Druck, was nur du für dich deutlich spürst. Lass dir Zeit, atme zwischendurch etwas weiter in den Brustkorb ein und beim Ausatmen sanft mit dem Kopf nach unten drücken, Kinn anziehen, für 2-3 Sekunden anhalten und loslassen. Der Ball ist immer noch am Schädel und du spürst, wie gerade bei dieser Übung sanfte Ballkörper auch punktuell den Übergang von Wirbelsäule zum Kopf massiert. Das ist genau die Stelle, wo man sich schon selber immer wieder massiert mit den Händen, vor allem wenn man Kopfschmerzen hat oder Nackenverspannung. Und das kann man jetzt sehr bequem und liebevoll mit dem Ball auch machen. Das Sensitiv eignet sich besonders gut, weil der Bereich ist schon noch sensibler als der Körper sonst. Sehr schön. Nach 2-3 Minuten mach kurze Pause. Nimm den Ball weg. Am besten lass dabei die Augen zu. Leg den Kopf ab. Und spür ein bisschen nach. Fühlt sich einfach freier und leichter an. Ich hoffe, du spürst das auch mit. Und wenn du magst, kannst du diese Übung noch 2-3 Minuten lang wiederholen. Und nach jede 2-3 Minuten kurze Pause mit Wahrnehmung.